Und da sind wir. Willkommen, Navarif. Was geht ab, Darif? Hast einen tollen Handytarif? Formulierst du deine Sätze immer im Dativ? Also ich spreche manchmal ja auch gerne im Narrativ. Okay, jetzt ist gut. Ich habe gesehen, dass Warif, ist mir jetzt erst aufgefallen, bei Diablo 3 am Anfang bei einer Karawane auf dem Rückweg nach ganz vielen Jahren und dunkle Sachen erlebt und bla, er dann tot da rumlag. Fand ich traurig. Nach 20 Jahren kehre ich nach Kanduras zurück. Die Bürde meiner endlosen Fehlschläge und Tragödien lastet schwer auf meinen Schultern. Ist dies die Strafe dafür, dem Fremden bei der Jagd auf den dunklen Wanderer geholfen zu haben? Ich habe Deckard Cain immer für ein bisschen wahnsinnig gehalten. Aber vielleicht hat er ja recht. Vielleicht kann ihren Schatten bannen, der über mir schwebt. Fand ich. Wie mir auch aufgefallen ist, wir haben doch den Hüter, den Wächter und den Verteidiger vom Berg Ariad erlebt in der vorletzten Folge. Und es gab auch den Hüter, den Wächter und den Verteidiger in diesen Nephalem-Ruinen in Diablo 3. Nur eben nicht, ne, also halt andere Uralte, aber trotzdem, ich glaube, das war eine Anspielung darauf. Da haben sie sich von sich selbst abgeguckt, aber besser gut kopiert als schlecht selbst gemacht, ne? Naja, okay, Warif, bevor du mich jetzt mir sonst wo hinterherläufst, um mir was zu erzählen. Stell dir mal vor, jemand steht hinter euch die ganze Zeit, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ja, Strange ist das, ganz genau. Aber wer mag das schon beurteilen? Na, aus welchem Film ist das Zitat? Okay, ich bin gerade ein bisschen aufgedreht. Wie ich auch festgestellt habe, ich kann ja ruhig rüberreden, weil wir haben das ja alle schon gehört. Wie ich auch festgestellt habe, dass ich das, ich habe ja noch gesehen, dass es da noch irgendwie so ein Paket gab mit einem neuen Haustier und ein paar Porträts und drei neuen paar Charakterplätzen und so ein bisschen kleinen Kram für Diablo 3. Aber im Endeffekt war nur cool, dass man halt ein neues Haustier hat und ein paar Transmogrifikationen und drei Charakterplätze. Aber dafür ein Zwanni auszugeben, nö. Aber BlizzCon, dafür das Ticket, die 30 Euro, das werde ich wohl noch mir durchaus zulegen, auch wenn ich ein bisschen stinkig bin, dass Diablo auf Art BlizzCon keine neuen Ankündigungen bekommt, weil im Moment einfach zu wenig passiert. Ja, ist ja gut, wir kennen das ja schon wirklich, ne? Also wir wissen ja nun schon, was los ist. Ne? Den Warif haben sie ja auch nur hier hingesetzt mit dem Dings um am Kopf, damit wir halt eine Person ansprechen, die uns in die Geschichte einführt. So, willkommen in unserer grandiosen Hütte, ne? Ja, to our glorious Horville. So, jetzt ist aber gut. Wir kennen das alles schon. Akara, meine Liebe. Das weiß ich. Ich glaube, das hast du mir in meinem Leben schon 300 Mal gesagt. So oft habe ich dich hier schon erlebt, aber lockerst. Es ist halt auch irgendwie vom... Ihr seht, das ist halt so realistisch alles. Im Vergleich zu Diablo, was Diablo 3, was so comichaft gehalten ist, ist Diablo 1 und 2, die sind so realistisch gehalten. Diese vorgerenderten 2D-Sprites hier überall. In the Wilderness, ja. Und wir haben hier auch unten jetzt die Öffnung. Ich war immer so verwirrt, weil das ja jedes Mal neu gewuselt ist, dass es hier auch manchmal hier geöffnet ist und da geöffnet ist und da geöffnet ist. Wenn es hier unten geöffnet ist, dann geht das immer über den Fluss Talsand rüber hier. Ne? Dann geht das da immer erst rüber. Und wisst ihr was? Das war die Zusammensetzung des ersten Mals, als ich Diablo gespielt habe. Das erste Mal, als ich noch gar nicht wusste, dass es zufällig generiert wurde, als ich dachte, das wäre immer unten offen, aber nein. So. Ich habe das auf dem Laptop schon mal angespielt und die erste Quest da gemacht, habe den Speicherstand drüber kopiert. Was mir aufgefallen ist, es gibt mehr Monster, stärkere Monster, mehr Champions, die kamen mir irgendwie im letzten Schwierigkeitsgrad kaum vor und auch mehr bessere Gegenstände direkt. Ja, ich habe nur Dinge ausprobiert gerade. Ja. Nö, ich probiere hier so ein bisschen rum. Ich muss immer zwischen Spielen, muss ich immer hin und her wuseln. Yay, more skillfully. Also, und man merkt halt natürlich auch, es ist nicht mehr so einfach, weil die Viecher hier jetzt alle ziemlich stark sind. Und das schon direkt am Anfang. Gut,
Ich bin auch ziemlich stark, darum fallen die ja trotzdem schnell. Aber auch hier die Menge an Viechern und so. Man sieht einfach, dass der Schwierigkeitsgrad höher ist. Auch, dass die hier ganz schön Schaden machen. Obwohl wir schon so weit sind. Ne? Wenn wir das hier mal so betrachten, dürfen wir uns gar nicht mehr treffen lassen. Und die werden auch einige Widerstände tatsächlich haben, die Viecher. Der Minion hier, ne? Diener von irgendwas, ja, okay. Der vielleicht nicht, aber ansonsten haben die oft Resistenzen. Gerade die Champions-Gruppen, die wir öfter mal sehen werden jetzt. Da ist schon einer, Devil Fester. 100 extra strong mana burn. Ich kann ja mal den hier anmachen. So. Und natürlich gibt es dann halt auch fette Sachen. Einfach mal light-plated boots, ja, floor diamond. Liegen hier schon mal so ein paar nette Dinge rum. Bam, bam, bam. Netter Sturm. So. Nochmal heraufbeschwören. Gehen wir mal in the Den of Evil. Genau, hier wohnt das Böse. Naja. Würde mein Teddy denn auch mal mitkämpfen da oben? Oder guckt er hier nur so mit? Und sagt sich so, ach Mensch, was die da wohl alles treiben. Diese Menschen. Albern. Ich muss mich da nur hinstellen. Und meine Aura macht alles platt. Uah. Aber jetzt lache ich noch. Dieser Schwierigkeitsgrad heißt nicht umsonst Albtraum. Wird noch herausfordernd. Nun ja. Und das Schöne ist, dass also Leute, die Eisschaden bekommen und dann so zerspringen, die können auch nicht wiederbelebt werden. Nun ja. Ring, Juwel. Oh, er fühlt sich stronger. Das ist schön. Ich mich noch nicht, aber es kommt noch. So, wir müssen ja in der Höhle ja alle besiegen, ne? Das wissen wir ja noch. So. Ich bewege mich mal so ein bisschen rum. Den Rest macht die Aura alleine. Man könnte meinen, ich wäre overpowered, aber ich kriege halt auch ganz schön Schaden. Das muss man einfach sehen. Ne? Kriege ich auch. Im Großen und Ganzen muss man sich jetzt ein bisschen arger zusammenreißen. Autschen. Warte. Hier, das habt ihr davon. Na du? Ja, ja, schieß mich mit deinem Feuerbällchen ab. Ich habe hier noch ein Tränkchen gefunden. Oh, hier kommt Totenfeuer, ne? Korpsfeuer, genau. Also eigentlich Leichenfeuer. Korps ist ja die Leiche. Oh, weg da. Nochmal. Hihi. Haben wir den erlegt. Aber der war ja auch ganz am Anfang schon nicht so leicht. Wenn ihr euch erinnert. Revolution Super Mana. Super Duper. Two-Handed Sword. Ja, aber das ist ja auch alles nichts für uns. Komm. Kommt mal her hier. Oil Potion gibt Kohle. Also wenn man Platz hat. Dafür, dann gibt die Kohle. Ansonsten gibt die nichts. Würdest du jetzt auch mal sterben? Brav. So, wie viel haben wir noch? Oh, hier sind noch ein paar. Brown Portal geht auch immer. Also fast immer. Wenn 20 voll sind, sind 20 voll. Ist er wieder voll, ne? Nee? Das ist super. Aber das ist schon. Man merkt, dass der Schwierigkeitsgrad anzieht, würde ich sagen.
Weil wären wir jetzt normal auf normalen Schwierigkeitsgrad im ersten Akt, da müsste ich die Gegner ja alle nur schief angucken und die wären tot. War da oben noch was? Nee, habe ich mir eingebildet. Was willst du denn hier? Ah, das war's. Okay. So. Oh, da ist ein Dicker. Nett. Wow. Was die für einen Schaden machen, ne? Wo sind die denn? Ich wollte gerade meckern, wo die sich rumtreiben. Boah, auch die Menge hier an Viehzeug. Alter Schwede. Also wie gesagt, ne? Albtraum. Wir wissen jetzt, warum es so heißt. Und schwupp. So, jetzt machen wir das kleine Viech noch weg. So, jetzt mach doch bitte mal den da weg, genau. Danke. Morningstar. Nicht Patrick Star, das ist Morningstar. I can't carry anymore, ich würde sagen. Wobei, nee, der ist ätherisch, ne? Ja, dann ist er eh Schrott, das ist wohl richtig. Da ist ja noch einer. Mein Gott, ne legendäre Skythe. Das wäre für Totenbeschwörer ja mega. Ist sie ätherisch? Kannst du mir doch auch nicht erzählen. Warum soll die nicht alles ätherisch sein? Ist doch alles Schrott dann. Ich nehme die mal mit. Die sieht so ätherisch. Die ist tatsächlich ethereal. Weil man die halt nicht reparieren kann, ist das halt ein bisschen schrottig. So. Chasi, meine Liebe. Hi. Aber wir haben ja noch gar keinen Kane gerettet hier in diesem Strang. Na, wie geht's? Akara. Ja, habe ich gesäubert, das ist richtig. Na du? Ja, ist ein guter Tag, ne? Kommt drauf an, wie man sieht. Ich finde es ein bisschen happig, was hier passiert. Aber ja, ansonsten ist es ein super Tag. Menno, na irgendwas muss ich ja verkaufen, denn, damit ich mir das wieder kaufen kann, solange bis ich Kane gerettet habe. So, dann kann ich jetzt... Ich habe doch gedrückt... Der Seelenernter. All Resistance ist 20. Aber das Doofe ist halt, kaputt heißt für immer kaputt. 5 to Energy. Very fast Attack Speed, 19 zu 48. Aber ich zaubere ja eh nur, sonst wäre der hier ja schon stärker, ne? Ja, der Schild ist schon nett. Wenn ich jetzt Akara mal Hallo sage, traden wir mal. Warte. Sonst verkaufe ich das Buch ja nur. Wäre ja sinnlos. Dass ich mal den Kram hier loswerde. Das kann weg und das kann weg. Dann mach mal wieder hier. Ich will nur wissen, wenn ich jetzt das hier aufrufe, sind wir bei 275 Maximum. Mhm. Siehst du, wesentlich weniger trotzdem. Aber im Endeffekt bringt uns das ja eh alles nix. Wobei, den würde ich noch mal... Und ich würde ihn noch aufheben. Würde ich noch machen. Okay. Schwupp. Trade. Müssen wir verkaufen. Ist halt ätherisch, kann ich nichts mit anfangen. Tut mir leid. Ich würde auch gern was mit anfangen. So. Naja. Naja. So, jetzt nehme ich mir noch ein paar mit. Und dann kann ich ja mal zu ihr hingucken. Wie sieht's mit Geet aus? Greedy Geet? Ja, ich wollte nur mal gucken, was du so anbietest jetzt hier. Aber ich würde mal sagen, das ist alles noch relativ neu. Ja, eine Crown. Broadsword. Morningstar. Aber das sind so Sachen, die hast du mir im letzten Schwierigkeitsgrad angeboten. Kannst du mir nichts aus diesem anbieten? Ja, eine Lightplate. Die ist einer gotischen Rüstung noch unterlegen.
Warhammer. Ist doch alles Luschi. Naja, ich fürchte, auf ihn kann ich mich nicht mehr groß verlassen. Ich denke mal, Glücksspiel ist hier nicht mehr so angebracht. Jetzt müssen wir halt wirklich sehen, dass wir gute Sachen kriegen. Flup. Unidentified. Das hält sich ja in Grenzen, was wir da eben reparieren mussten. Ja, ist ja zwar auch schon einiges, ne? Am Anfang hat man normalerweise nicht so viel Kram, aber ich hoffe, das steigert sich noch, was wir hier bekommen. To Strange und Fire Resist. Pff, ja. Für ein Juwel ist das schon okay, aber naja, naja. Ich guck nochmal in die Truhe. Warte mal, wir haben ja hier noch was gekriegt. Ne, der hier. Grabe ich sie stärker machen. Und flip. Und flip. So, depositen wir das mal. Bisschen Ordnung machen hier. Ordnung muss sein. Muss nicht, aber ne, wie war das? Ordnung ist das halbe Leben. Ja, ich lebe in der anderen Hälfte. Eine Abomination. Apparently, and Dariel is not content to take only our living. Ja. The Sisterhood welcomes you. Ha ja, ne, wir haben ja schon hier unseren Kasim aus dem Außenposten von Kasim. Blanur. Bone Shield. Mana ist immer wichtig. Guck mal, haben wir die erste Aufgabe schon geschafft, obwohl es ja schwere Schwierigkeitsgrad ist. Oh Mann. Das wird hier noch richtig happig, befürchte ich. Wenn wir gesehen haben, was die für einen Schaden machen hier einfach, die Viecher. Wir können ja hier schon mal rübergehen. Wir haben jetzt, ne? Alles aufdecken und so, das kann ich noch alleine machen. Ne, das ist jetzt nicht herausfordernd. Also, dass ich alle Karten hier voll aufdecke und sowas. Konzentrieren wir uns eher auf die Aufgaben hier im Let's Play. Eigentlich wollte ich euch das ja eh nur mal zeigen, wie sich Albtraum so anfühlt. Also durchaus schwer halt. Soll ich euch sagen. Die Viecher hauen alle viel mehr rein. Die verlieren zwar geilere Sachen, aber es sind auch viel mehr und viel gefährlichere. Flavie, meine Liebe. Da ist schon Champions. So. Die verlieren aber auch wieder Kram. Ghostly Gargantuan Beast. Auch schön ist, wenn man halt geisterhaft ist, ja auch so ein Präfix für Gegner. Schön ist es auch, wenn man Geister als Gegner hat und dann sind das geisterhafte Geister. Wo ich mir dann so denke, oh, das ist ja dann in dem Fall eine Captain Obvious Verbindung. Für viele wären, glaube ich, wieder jetzt sind wir ja wieder hier unterwegs ohne Boss oder so, da wären jetzt die wahrscheinlich im Moment wieder besser, weil die einfach in der Masse überzeugen. Die sind halt schneller, die können, es sind drei, die angreifen können und nicht einer. So, einfach nur mal aktivieren hier den Schrein des in die Stadt teleportierens. So, hauen wir hier nochmal rein. Ich habe jetzt auch ein Level hoch. Star-Ding-Gedöns. Ich habe mir ja nicht viel Schaden gemacht. Wahrscheinlich, weil mein Dings es absorbiert hat hier, mein Schwupp. Oh, aber unser Engelchen ist futsch. Aber was wir jetzt auch für lange Frostzeiten haben, ne? Ist ja unglaublich. Great Maul, ein großer Hammer als wenn. Geh mir nicht auf den Keks, Kleiner. So, jetzt setzen wir mir wieder alles in Flammen. Burn, 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 burn in hell. Nee, ich habe heute ja ganz viele Gruselgeschichten mir angehört und so ein Kram, was weiß ich. Also, ich denke mal, da kann ich dann irgendwie selber mal so eine Gruselsache gedöns, wenn ich das vielleicht gleich das irgendwie mal in meinen Spielen, die ich ja vorhabe und teilweise schon mache, anwenden. Aber ganzen Tag sich mit Gruselkram befasst. Das waren halt die letzten Sachen, die in meiner Liste noch fehlten.
damit ich meine Merkliste, die ich seit 7 Monaten abtrage, endlich auch mal durchgeschaut habe. Ich gehe im Moment so die Wege entlang, ne? Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel welche sehen, können wir hier mal so raus, ne? Damit wir hier so ein bisschen... Ne, das geht ja immer. So, meine Liebchens, die machen brav. Und ich sammle ein, stehe rum und mache mit der Aura Schaden. Das ist genauso wie im echten Leben. Dann nehmen die Leute auch Schaden, wenn sie sich nur mal in der Nähe aufhalten. Einfach aus dem Grund, dass ich... Ich muss aufpassen, dass die Leute mich nicht so ernst nehmen, wenn ich solche Sachen sage. In meinem Falle, wo sind wir? Burial Ground, genau da, wo ich hin wollte. Manche Leute ärgern sich, wenn ich spreche, weil die sich dann doof fühlen, weil die mir sagen, ich drücke mich zu klug aus. Vielleicht liegt es auch einfach an der Gesellschaft, in der ich mich manchmal befinde. Aber nun ja. It is wie es kütt wie es kütt. Oh, mach die mich langsam. Ich werde deine Army destroyen mit Kälte, meine Liebe. Deine Zuckertante hier. Weiß ja nicht, was du hier so auf dem Kasten hast. Aber ich habe auch ganz schön was auf dem Kasten. Das kannst du mir aber glauben. Guck mal, was ich machen kann mit dir. Du hältst jetzt so viel aus. Aber du bist nicht mehr so gefährlich, wie du das im Normal mal warst, weil im Normal konnte ich halt noch nichts. Und jetzt habe ich halt schon einen Haufen Diener und Stürme und alles. Deswegen bin ich besser vorbereitet, auch wenn du jetzt viel härter bist. Das ist das Schöne. So, guck mal, das war jetzt nicht schwer. Es war nur... Muss ich halt darauf einstellen, auf die Olle. Ist auch nichts Tolles verloren hier. Im Vergleich würde ich sagen, das ist richtig. Ich meine, wir könnten jetzt natürlich noch hier runtergehen, weil hier am Ende ja auch immer so schöne Truhen sind. Schade, dass die Fässer nicht und Gegenstände mit diesem Sturm nicht auch kaputt gehen, wie in Diablo 3 halt alles kaputt geht, wenn ich mich dem nur nähere. So haben wir hier unten nichts. Ein Ring. Ring of Fire. Da, 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 da. Oder die Verarsche. Ring um die Eier. Das fand ich 2013 mal lustig. Wo ist die Truhe? Na kommt schon. Wo ist die Truhe? Oh, erstmal haben wir hier Undead, Aura Enchanted, Magic Resistant. Na, alles. Volle Pulle hier. Cloud, Kotzwolke. Auch sehr schön. Das wäre auch ein schöner Name, wenn man nicht weiß, wie man sein Kind benennen soll, nennen wir es einfach Kotzwolke. Das ist noch viel schlimmer, als wenn man es irgendwie Björnhilde nennt oder wie ich meine Charaktere manchmal nenne. Ich weiß gar nicht, wie es meine neue Diablo-Charakterin, meine weibliche Totenbeschwörerin jetzt. Wie hieß sie denn jetzt nochmal? Mechtrud Nelda oder auch irgendwas Schlimmes auf jeden Fall wieder. Sag mal, warum ist das denn hier so weitläufig? Da bin ich so weit gar nicht gewohnt. Also so weit? Dachte ich jetzt echt nicht. Mein Gott, ist das weitläufig. Dabei wollte ich doch nur mal gucken, wo die Truhe ist. Und was da so drin ist. In den goldenen Truhen hier. Oh, hier haben wir wieder Starcall, der Sternenruf. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. So, das brauchen wir auf jeden Fall mal. Ach, Two-Handed Sword kann nicht so toll sein wie eine Flail.
Was haben meine Wölfe denn heute schon wieder für ein unausgeglichenes Temperament? Nicht so sehr wie eine Flay, die selten ist. Oh, da oben haben wir es ja. Oh, da oben haben wir auch noch ganz viel mehr. Bonebreaker, der Knochenbrecher, nachdem ich auch den Paladin benannt habe, nachdem auch nämlich mein Stiefvater sich den Charakter benannt hatte. Ach, jetzt ist auch noch eine Lockchest. Oh, oh Mann. Zack. Mhm. Pestbrandflegel, auch schön. Telekinese, ja, die, wo irgendwelche Ladungen drauf sind, die sind immer so teuer zu reparieren. Alle Resistenzen 6. Na, fängt's schon an, dass wir jetzt schon Sachen finden, die unserer nahe kommen, unserem Schild. Nun ja. Ja, pff, das kannst du hart oder auch sanft glauben, aber glauben musst es, ne? Das war, genau, kaum bekämpfen und noch viel schwerer zu verstehen oder andersrum, schwer zu verstehen und noch schwerer zu bekämpfen ist. Und dass Kane uns dabei helfen kann, das zu verstehen, das ist mir schon klar, ja. Uiuiuiuiui, sag ich doch, die sind teuer zu reparieren, aber eben, ne, wenn sie denn heilen, weil wenn ich sie jetzt reparieren wollen würde, guck mal. Kostet 22.000 zu reparieren, weil ich sage, also das mit Aufladung, Charges, kannst du nicht bezahlen. So, der ist auch nicht schlecht, aber okay, Fire Resist, joa, alles mal hier so ein bisschen. Ne? La la la. Requirements, brauche ich nicht. Ach, hier haben wir wieder Ethereal. Ghoul Song. Was singt der denn? Thriller oder was? Oh Mann. Was wir hier schon wieder für Kohle machen, ist unglaublich. Ich meine, ich beschwere mich nicht, bin glücklich. Geld brauchen wir. So, Greedy Geet. Gamble? Nix. Was war das eben für ein langer Zweihänder? Gamble? Also manchmal hat er ja tolle Dinge, aber meistens bin ich mir nicht so sicher. Also ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt noch was bringt. Weil er hat jetzt keine Sachen, okay, hier, ne, natürlich, Gothic Plate und so. Oder hier ein dickes Flammenberge und so. Das sind schon gute Gegenstände, aber man. Im Zweifelsfall sind es halt nur gute Gegenstände, aber ohne gute Werte. Und das bringt mir dann wieder nichts. Naja. Und Trade hat er auch nichts. Es ist nichts, was mich anspricht. Eine antike Rüstung wird mich jetzt reizen, natürlich. Aber sonst, ich hole mir von Akara nochmal eben Schlüssel, damit wir da mal die Truhe öffnen können. Traden wir mal an Schlüssel. Und gucken wir mal, was wir da so rausholen. Also wir sehen, dass es herausfordernd, aber alles schaffbar ist, wenn man jetzt aber wirklich halt auch die Fähigkeit nutzt, die man hat. Boah, pff, ja, er schlagt mich mit Kram. Mein Gott. Large Charm. Kohle. Broad Arcs. Jetzt sind wir schon wieder voll. Also das ist das einzige Problem, was Diablo meiner Meinung nach hat. Man ist so schnell beladen, wenn man so ein paar Dinge mit sich schleppt. Ne, man hat so einen relativ begrenzten Raum. An Dingen. Zack. Joa, naja. Naja. Ich kann die aber behalten. Aber ich bin nicht überzeugt. So, jetzt haben wir bald 1 Million zusammen. Das ist doch schon mal schön. Unsere erste Million und gestorben sind wir weiterhin nicht. Nee, warte mal. Ich habe da unten nichts mehr zu holen. Und die andere Krypta, New York. Gucken wir mal lieber ins Feld der Steine und sehen mal zu, dass wir Kane retten, dass ich wieder ein Buch verkaufen kann und dann wieder 2 Plätze frei habe. Oh Mann. Natürlich. Damage Light Plate. Ernsthaft? Einfach mal so. Eine leichte Plattenrüstung. Liegt einfach mal so doof rum in der Natur. Das sind so Sachen, die schockieren mich noch, weil ich war halt noch nie alleine hier so ein Albtraum unterwegs und das geht ja nicht. Das kann man sich nicht vorstellen. Let's Player spielen sowas ja nicht. Also die typischen Let's Player, gerade auch die Deutschen, die ich so kenne, die haben teilweise Round um Diablo auch aufgehört, weil es zu schwer wurde. Manche haben Diablo noch geschafft und haben dann in Akt 5 irgendwann aufgegeben. Aber kaum einer hat es nur durchgespielt und wenn, dann war dann auch Schluss. Dann haben sie die Story durchgespielt und das war's. Ne?
Wir haben eine ziemlich starke Mana-Regeneration, muss ich sagen. Wenn ich mir das hier mal angucke, hier so. Schwupp. Und geht gleich wieder hoch. Und wir haben mittlerweile echt eine gute Mana-Regeneration. Das finde ich wunderbar. So, hier ist Stonyfield. Die halten aber was aus. Yo, the Stonyfield. Wie ich in Demon Hour 2 genau angefangen habe, solche roten Einblendungen zu machen in neuen Gebieten. Die haben offenbar eine reflektierende Aura. Da sollte ich mal ein bisschen... Oha. Hier geht's rund. Eieieiei. Wildthorn. Wie das hier mal alles vollgeschissen ist. Aber was mich auch noch an Diablo stört, im Multiplayer zumindest, du hast es halt nicht wie geregelt wie in Diablo, aber an Potions hast du hier genug. Du hast es nicht mehr so geregelt wie in Diablo 3, dass quasi jeder seine eigene Beute findet und damit auch jeder alles aufsammeln kann, ohne jemandem was zu klauen. Nö, alle sehen alles, was hier liegt. Und man kann sich dann auch gegenseitig klauen, natürlich. Und wenn du einen Arsch in einer Gruppe hast, der klaut dann immer die besten Sachen weg und gibt nichts ab. Auch Sachen, die er vielleicht gar nicht gebrauchen kann, aber Hauptsache er hat's, ne? So, ein Jeevil. Den Wegpunkt würde ich gerne finden hier. Komm, das brauche ich jetzt hier aber mal. Oh, guck dir das an. Und wie sie fallen. Da muss ich mich überhaupt nicht anstrengen. Ich stelle mich aber nur daneben und warte bis, weißt du, die stehen eigentlich teilweise genau da, wo nichts rumfliegt und trotzdem werden sie gegrillt, sag ich mal. Demon High Boots. Die Dämonenlederstiefel. Nee, ich würde das gerne, was haben wir denn hier drin? Naja, immerhin. Wenn ich einfach so eine Waldhütte finden würde mit 64 Goldstücken, dann wäre ich aber auch erstmal zufrieden. Würde ich auch erstmal Urlaub machen, wenn ich 64 Goldstücke finde. In echt. Wie viel wiegt so eine Goldmünze? 5 Gramm? Also 120 Gramm Gold? Ich weiß es ja nicht, aber ich glaube, so 3.000 bis 4.000 Euro kriegst du dafür. Da kannst du erstmal schön von den Urlaub. Scroll of Identify, das brauche ich gleich nicht mehr. Ich würde aber gerne erstmal noch hier den Wegpunkt finden, damit ich auch wieder zurück kann. Problemlos. Wegpunkte sind schon wichtig, wenn wir uns jetzt auch die Maps nicht mehr alle vollständig angucken. Dass wir hier alles aufdecken wollen. Aber trotzdem sollte ich den Wegpunkt noch suchen, bevor wir da oben reingehen. Oh, da, danke Spiel. Ich liebe dich auch. Schawupp, schawupp, schawupp. Ich kann es gar nicht glauben, wie ich hier in Albtraum spiele. Das ist so... Weißt du, so ein Spiel, da habe ich quasi ein Jamais-vu. Ihr kennt sicher alle ein Déjà-vu, wenn euch etwas vertraut vorkommt, wo ihr noch nie wart. Aber wenn ihr euch etwas vertraut, das auf einmal nicht mehr vertraut vorkommt, obwohl es euch bisher immer vertraut vorkam, das ist ein Jamais-vu. Weil ich dieses Spiel halt schon 1000 Mal gespielt habe, aber noch nie auf so einem höheren Schwierigkeitsgrad. Ist es für mich halt so das gewohnte Spiel in ungewohntem, auf ungewohnte Spielart halt so fordern. So fordern habe ich das nie gespielt. Ich habe ja auch nie Diablo gepackt. Ich habe gehört, dass Bosse in höheren Schwierigkeitsgraden sogar anderes Aussehen haben, also andere Farben. Dass Diablo dann zum Beispiel schwarz ist und so auf einmal. Es gibt ja auch noch 2 Sonderlevel. Ne? Es gibt einmal den Höllenfeuer-Level und es gibt den Kuh-Level. Also einmal gibt es Tristram, wo alle 3 bösen Gebrüder dann rumtingeln. Und einmal gibt es dann den Kuh-Level halt. Mo, mo, mo. Wie es halt auch in Diablo 3 einen gibt. So, den nehme ich schon mal mit. Ah, oh, ein Fehler. Er macht gerade keinen Krach. Ah, wie ruhig. Wollen wir da runtergehen? Die ist
tatsächlich... Nee, die ist nicht ganz kälteresistent. Stone Venom the Flayer. Mein Gott. Warscythe, Kriegssense. Böse, böse, die Viecher hier. Naja gut, wenn wir jetzt hier schon mal runter sind und hier schon ein paar Viecher platt gemacht haben, können wir die anderen auch noch suchen. Nehmen wir hier. War zu schnell tot. Solange ich das noch sagen kann auf den Schwierigkeitsleveln. Oh, sorry, ich habe nicht gesehen, wie der Gegner ist. War zu schnell tot. Also so lange, ne, bin ich happy. Genau dich wollte ich doch mal überprüfen. Jetzt sag nicht, du bist auch abgeschlossen. Ich meine, ich habe ja Schlüssel. Aber das soll jetzt hier nicht zum Warstuff, Kriegsstab. Nette Dinge, die wir hier finden. Komm, meine Lieblingsattacke gegen die Viecher ist genau das. Wenn so relativ schwache Viecher rumstehen und man da einfach durchrennen muss und die sterben dann einfach wie die Fliegen. Das finde ich ja schon mal ganz schick. Ach ja, auf jeden Fall ist es ein mega Jamais-Vu hier. Das macht es auch irgendwie spannend. Das fühlt sich für mich so an, als wäre Diablo 2 irgendwie gepatcht worden, geupdatet. Mit Inhalten versehen, die es bisher noch gar nicht gab. Ich meine, die Inhalte gab es alle schon. Ich habe sie nur nie genutzt, weil ich nie weiter als bis zu Diablo hingespielt habe. Und deswegen ist das für mich alles so exotisch hier. Und glaubt mir, das ist ja irgendwo mein Lieblingsspiel. Und jenes zu spielen mit dem Gefühl, es beinhaltet neue Inhalte. Das ist ein unheimlich schönes Gefühl, kann ich euch sagen. Man kommt ja viel schneller durch, wenn man die Maps nicht immer alle hundertprozentig aufdecken will. Im Endeffekt bekommt man da ja, das ist auch nur wieder so ein Zwang. Das ist auch nur wieder so, ich muss alle Maps aufdecken. Weil müssen tut man das für die Erfahrungspunkte und für ein paar Level voraus sein nicht. Weil, stellt euch mal vor, wenn wir jetzt in Akt 2... die Hallen der Toten durchmachen in den verdorrten Hügeln. Naja, die sind ja noch nicht so herausfordernd, ne? Aber glaubt mir, die Erfahrungspunkte, die wir in den Hallen der Toten Level 1 bis 3 kriegen, sind wahrscheinlich so hoch wie komplett Akt 1. Nehme ich jetzt einfach mal an. Einfach, weil die Viecher da alle viel stärker sind, weil das ein anderer, ganz anderer Akt ist und alles. Genauso wie wenn ich einmal Diablos 3 Lords platt mache und dabei seine ganze Kathedrale aufräume und da alles platt mache, dann wette ich, hat das genauso viel Erfahrungspunkte wie von Akt 1 und Akt 2. Würde ich schätzen. Versteht ihr? Was hast du denn für eine Aura? Multiple Shot. Wie unfair. Dafür mache ich dich platt. Nee, und das ist, ich wollte gerade sagen, wie doch gar kein Wolf gestorben ist. Jetzt ist einer gestorben. Toll. Suchen wir mal Baumkopf Holzfaust. Warhead. Eine Kriegskappe. Kriegshut. Da 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 da. Und schwupp. Und schwupp. Kommt ihr da unten hin? Dann habe ich genug Platz dafür. Wenn wir gleich schon wieder ein Level weiter sind. Alter, was ist denn das hier? Geht denn hier los? Aber ist ja auch klar irgendwo. Am Anfang des Spiels ist man ja auch relativ schnell, hat man ja auch relativ schnell höhere Level erreicht. Deswegen sollte das ja ausgeglichen sein. Allerdings tatsächlich nicht mehr ganz so hart wie eigentlich, weil, wie gesagt, man geht schon davon aus, dass man Level 1 bis 30 schafft in normal. Und eben Level 30 bis 50, ne? Also ein bisschen weniger in Albtraum. Wenn auf den letzten Schwierigkeitsgrad Hölle von 50 auf 60 kommt. Also durchaus, ne? Aber wir haben jetzt hier schon, guck mal, wir haben jetzt schon 1 Milliarde Lebenspunkte. Ich glaube, das waren 10 Billionen Lebenspunkte für Level 99. Also das ist dann schon nicht mehr feierlich. Greater Healing Potion. Kommen wir nicht tragen, nehme ich hier den Schrein. Für alle Fälle. Und schwupp. Schön, dass wir jetzt Mana-Regeneration auch haben und so. Dass ich jetzt auch mal nicht nach 2 Zaubern dann wieder einen Heiltrank nehmen muss.
finden auch bessere Dinge. Ja, das ist alles was, ne? Nee, also was ich sagen wollte, ist nur, denk nicht, oh, der arme Junge, wenn der jetzt nicht alles mitnimmt und überall alles aufdeckt, alle Karten, dann wird er sicher ganz viele Probleme bekommen. Nö, wird er nicht. Wird er nicht. Wir können ja mal eben hier reingucken. Das wird sich in Grenzen halten. Aber wenn ich euch das Spiel halt zeige... Oh, das wird Geld wert sein. 30.000 nehme ich an. Bin ich gut? Dann. Nee, wie gesagt, wenn ich euch das erste Mal vorführe, möchte ich euch natürlich möglichst alles zeigen. Und deshalb möchte ich noch alle Maps aufdecken, dass wir auch ja nichts verpassen und auch mal irgendwie seltenere Elite-Mobs auch finden und so. Und danach habe ich mich gerichtet. Aber ansonsten, wenn wir das alles schon kennen oder wenn ich spiele oder so, dann muss ich nicht unbedingt alles aufdecken. Habe ich zwar auch mit dem neuen Charakter jetzt, auch wenn das halt, ne, das habe ich dann einfach nochmal so aus Spaß gemacht, weil ich es nett fand, nochmal alles wieder aufzudecken und so, aber man muss das nicht. Oh weia, der wird aber auch in die 20er. Stimmt. Sogar 30, das ist schon hart, oder? Ist das hart? So, jetzt haben wir noch zwei Unidentifizierte. Oh, jetzt muss ich erstmal wieder zu Akara rennen. Ach, Akara, kriege ich nicht eine Identifikations-Flatrate bei dir oder so? Ist doch sonst... Das geht doch nicht. So, naja. Getting Magic Items. Ich glaube, die kriege ich im Moment genug. Ich kann mich ja gar nicht mehr davor retten. Die Gegner, die ertränken mich ja einfach in... Das ist deren stärkster Angriff. Mich in magischen Gegenständen einfach ertränken. So viel wird das. So eine Ith-Rune. Das ist doch toll. Boah, wie wir 100.000 gemacht haben eben. Und wie wir die Millionen geknackt haben. Gerade mal eben so. Oh my goodness. Na? Aus welchem Film ist das zitiert? Und welcher Charakter? Ich fordere euch in letzter Zeit öfter mal, für mir Dinge zu erzählen. Das macht aber eh keiner. Also ich kann wahrscheinlich einfach... Leute haben ja nicht Angst, was in die Kommentare zu schreiben. Die kommen einfach nicht drauf, wenn meine Rätsel einfach zu fordern sind. Das ist ja ganz einfach. Der Waypoint. Einfach mal so spontan gefunden. Darkwood. Ja, hätten sie Dark Marsh genommen. Und Blackwood, ne? Blackwood gibt's ja schon. Über den Blackwood wird teilweise sogar berichtet. Auch in Amerika oder so. Weil es ja der größte zusammenhängende europäische Wald, ne? Aber nicht der finsterste und gruseligste tatsächlich. Der war tatsächlich zwischen Polen und, man sagt schon, was östlich von Polen kommt. Auf der Landkarte. Ich bin nicht so gut in Geometrie, Kalligrafie und so. Wo ist denn hier Baumkopf? Renne ich hier rum? Hier mal wieder ein paar seltene. Natürlich. Chipped Amethyst. Ja gut, das war ja auch kein Dollar. Breastplate. Super Mana ist okay. Healing brauche ich gerade nicht. So, sammle ich ein bisschen Gold ein. Mach dabei ein bisschen Späne im Lager. So nebenbei. Ganz, ganz nebenbei. Stört ja keinen. Wie immer alle zucken. Nee, aber ich verfolge ja auch durchaus Fanprojekte, ne? Leute, die halt in guten Grafikumgebungen gerade hier so Diablo nachstellen, Leute, die es auf Minecraft nachstellen, die in StarCraft 2 Mods darstellen. Da kenne ich einen, der fast jeden Tag stundenlang streamt, wie er das moddet. Mann, ist das anstrengend. Das ist also, wow, da habe ich Respekt vor, dass der das einfach mal so durchsetzt. Weil das ist eine Arbeit. Oh, warte. So. Da ist er ja. Wie Herr Woodfist. Das ist ja wie Guybrush Threepwood. Wenn er das kennt. So, den haben wir. Jetzt brauche ich mein Gespenst wieder. Den kann ich auch mal wieder erneuern hier. Ja, das war jetzt nichts Tolles alles. Haben wir noch Platz? Haben wir tatsächlich. Das ist ja Zauberei. So, da ist ein Minion, das ist ein Diener von dem
Three Fists, sonst was. So, dann können wir ja jetzt eigentlich Kane retten. Das kriegen wir jetzt noch hin, bevor für heute Schluss ist. Akara, my dear. Very, very good. Das ist schön. Das ist Schrott. So. CT, wie Computermagazin, Abkürzung. Dann werde ich erstmal die beiden verwupsten Level hier machen. Ja, brauche ich. Schwupp, schwupp. Hau ich da erstmal gerade da so ein bisschen was rein. Da ja, wuff. Die wurden ja jetzt auch durch den Bären ein bisschen gestärkt. Dann gehen wir erstmal, wie gesagt, Kane muss ich nur retten, sonst kann ich nicht beruhigt schlafen. Den muss ich erstmal, ne? Unseren guten alten Freund Kane. Wenn ich auch bedenke, den kenne ich jetzt auch schon 15 Jahre. Das klingt so komisch, weil es ist ein Videospielecharakter. Der sagt im Endeffekt immer dasselbe. Aber ist schon hart, wie man sich an so Spiele gewöhnen kann. Gott, zu meinen durchaus eher angenehmen Kindheitserinnerungen hier, Diablo, ne? Ich bedenke, wie viel ich da früher an Zeit investiert habe. Morgens bis abends. Bei Oma immer wieder viel gezockt. Und bei Mutti und bei Vatern in sämtlichen Zimmern, in denen ich da schon jemals gewohnt hatte. Das war immer, ne? Das hat mich so begleitet. Und wie man dann auch überhaupt nicht meckert, dass hier auf der Karte einem nicht angezeigt wird, wo es denn nun ist, wo man nun hin muss. Dass das früher ja immer alles Selbstsuchen war, was man dann so tun musste. Und das hat man hingenommen. Das war halt so. Und da hat sich niemand beschwert. Das meint er, wie World of Warcraft Vanilla noch schwer war. Habe ich selber damals ja noch nicht gespielt, weil ich ja wieder so typischer Hipster, weiß ich nicht, das ist ein Hipster, ist ja jemand, der alles tut, was die wenigsten tun. Aber ich bin ja eher so ein Teil-Hipster. Also ich muss nicht alles tun, nur weil es bisher noch wenige Menschen einem Trend folgen, sondern ich tue nichts, was viele jetzt schon tun. Aus dem Grund, weil, wenn ich es noch nicht kenne, dann kann es ja gar nicht so toll sein. Dann ist das halt nur wieder die breite Masse. So habe ich ja früher oft gedacht. Und habe deswegen ganz viele Dinge nicht bewusst erlebt. Und habe auch erst zur zweiten Erweiterung was von WoW richtig Wind bekommen. Und beziehungsweise mich dann da mal gewagt, das dann auch mal. Weil ich habe mir dann, glaube ich, Warcraft 3 geholt und fand die Story da so gut, dass ich dann mir zu Weihnachten gewünscht habe, ich glaube sogar schon, da war schon sogar schon dann bald Kataklysm draußen. Also wobei, nee, ich habe es dann auch normal gespielt, das gefiel mir ganz gut. Und dann habe ich mir Kataklysm direkt geholt, als es dann kurze Zeit später rauskam. Aber wo ist es denn? Ja, Lock. Ich lock dich gleich mal. Ich lock dich ein. Weil Battle.net einloggen und so. War dumm. Ach ja. Guck mal, wie ich mir sogar schon die Hacken abgelaufen habe. Gen. Ward Scepter. Scale Mail Longsword. Wie ich das eigentlich alles liegen lasse, weil es halt nicht viel Kohle abwirft und wir einfach so viele Gegenstände finden. Ich habe ja bis Mitte Akt 1 habe ich ja noch so nahezu alles eingesammelt. Und blaue Gegenstände habe ich dann eigentlich noch bis Diablo eingesammelt. Da habe ich ja erst im fünften Akt so wirklich angefangen, dass ich mir sage, bestimmte Dinge musste gar nicht. Hier ist viel. Da stelle ich mich einfach mal rein, weil ich da einfach viel platt machen kann. Gibt Erfahrung. So. Steht hier rum. Oh, das Buch von der Geschichte. Habe ich noch nie auf Englisch gehört, die Geschichte. Und auf Deutsch kann ich sie sogar auswendig. Ups, da hat er jetzt gerade aber die Datei sein gelassen. Weil die da hinten irgendwas gekillt haben.
Ja, und so geschah es, dass die Gräfin, die einst im verjüngenden Blut von 100 Jungfrauen badete, lebendig begraben wurde. Und ihr Schloss, das so viele Gräueltaten erlebt hatte, zerfiel zur Ruine. Nur noch ein einziger Turm ragt aus der gottverlassenen Wildnis wie ein Monument des Bösen. Man glaubt, das Vermögen der Gräfin sei unter dem Klerus aufgeteilt worden, doch viele sagen, das meiste sei nie gefunden worden und läge noch bei den verrottenden Schädeln begraben, die stummes Zeugnis ablegen von der Unmenschlichkeit der menschlichen Kreatur. Ja, das ist der Text, nur halt auf Deutsch, weil auf Deutsch habe ich ihn oft genug gehört, da kenne ich ihn auswendig, aber auf Englisch, wie gesagt, ist auch das erste Mal, dass ich es auf Englisch spiele hier, weil ich mir jetzt sage, ich habe es einfach schon so oft auf Deutsch erlebt, dass ich jetzt auch mal die englische Version nehmen kann, da lerne ich dazu, da ich es auf Deutsch schon in- und auswendig kenne, das ist eine gute Gelegenheit, auch nochmal meine Skills ein bisschen zu verbessern. Und ich denke mal, euch ist es auch nicht sonderlich anstrengend, ne? Ich kann es euch ja, ich habe es ja immer noch alles Mögliche erklärt. Ein Jo-Stab, wie cool. Ich habe auch immer einen Jo-Stab aus Eiche gehabt. So. Da und da und da und da und da. Questlock. Ja, ja. Ein Jo-Stab. Ja, es ist ein Kampfübungsstab, ne? Genau. Ruinen. Schicksal von jeder Stadt. Mensch, woher wusste ich, was er sagen wird? Hab ich wohl geraten. Oder das Spiel schon mal gespielt. So, klapp mal das Ding mal wieder hoch. Und schauen mal, hier unten müsste doch hier der dicke rumrennen. Tristram ist ja durchaus ein bisschen herausfordernd. Griswold, Undead, Cursed, Cold Enchanted. Aber von meiner Kälte ist er trotzdem nicht gefeit. Ist ja nur Cold Enchanted, aber nicht Cold Resistance. Aber auch er hält hier viel aus. Der dicke Moppelkopf. Ich bin ein Moppelkopf. Aber er hat auch nur eine sehr kurze Dauer. Yo, Fullhelm. Giant Sword, joa. Da brennt eine Leiche. Das war auch ein besonderer, okay. Das sind alle seine Minions. So. So, Cain. Befreit bist du. Ab in die Stadt. Ich kümmere mich um die Rückendeckung. Ich sorge dafür, dass Tristram ein paar seiner Dämonen verliert. Denn das, was hier abgeht, hat Tristram nicht verdient. Hat es einfach nicht. Man bedenkt, wie sehr Tristram über die Jahre hinweg gelitten hat. Die hatten ja immer wieder so viele arge Probleme mit der Hölle. Das ist ja zum Mäusemelken. Du fühlst dich stronger. Das ist immer gut. So, haben wir den erlegt. Hat er was? Eine Dimensionsklinge. Das ist ein Kristallschwert der nächsten Generation. Die Dinger waren ja in den letzten Dings schon stark. Das kann gut sein. Das kann gut sein. Zack. Der Eichbaumweiser. Wuff. Und ab in die Stadt. Warte. Switch. Deckard, altes Haus. Ja. Oh, meine Lieben. Vielen Dank fürs immer noch dabei sein in hier jetzt schon Folge 40, ne? Es passiert ja nicht mehr viel. Ja, das ist immer böse, ne? Aber wir kennen das ja alles schon. Ich fühle mich immer schlecht, wenn ich im Spiel, was ich mag, die Texte wegdrücke. Aber wenn ich die doch schon in- und auswendig kenne. Himmel, Arsch und Gezwirnsigkeiten. Ja, ja, thank you. Und liegt der Ring jetzt hier rum? Death Eye Ring, natürlich, weil wir mal wieder voll sind. Maximal voll.
ja, der ist jetzt nicht toll, den nehme ich jetzt erstmal den Ring mit und habe ich ja alles schon, jetzt bräuchte Dings nicht mehr, das ist auch sehr schön. Chazi erzählt mir jetzt vom Schmiedehammer. I left behind the Horadric Mallows. Ja. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt Kane, der ist tausendmal besser. So, was haben wir denn hier so? 10% faster Cast Rate ist halt schon hart, ne? Was hat der denn hier so? Oh, der hat 10% faster Cast Rate. Was hat der sonst noch? Maximum Stamina. Aber der hat hier noch 9 to Energy, Lightning Resist, Fire Resist, Poison Resist, Death Eye Ring. Ist direkt wesentlich besser. Weil er einfach mehr Fähigkeiten hat. La, la, la. Ja. Was erzähle ich euch noch kurz? Schön sehen die aus, ne? So schön bronzenleuchtend. Ne, if. Hat man nicht schon mehr ifs? Hishi if. Die Rune muss mit. Ja. Ob wir die 2,5 Mille noch voll kriegen? Ich befürchte schon. Weil ich sterbe ja auch irgendwie nie. Warum auch immer. Lass uns hier mal so zu Kane ans Lagerfeuer stellen. Auch wenn ich da mal wieder ein bisschen Scheite aufwerfen würde. Liegt ein ganzer Haufen Scheite. Und hier ist nur noch Glut. Ich würde mich ja freiwillig melden, ein bisschen Holz zu hacken. Ne, ich habe jetzt erstmal ein bisschen Zeit gewonnen. Ach ja. Was erzähle ich euch hier noch? Entspannt am Lagerfeuer. Aus der echten Welt. Ich fand das ja lustig, dass es jetzt doch eine Obergrenze geben soll, wo wie viele Flüchtlinge nun aufgenommen werden. Man entschied sich nun aber dafür, es Richtwert zu nennen und deswegen ist es ja keine Obergrenze. Das ist so albern. Ich finde das immer so lustig, was an der Politik abgeht. Das ist echt zum Schießen. Oder was weiß ich, was habe ich mitgekriegt, dass die Polizei aus Australien hat im selben, ne, in Australien auch eine Kinderpornografie-Seite geführt, um halt die ganzen Leute da auffliegen zu lassen. Aber das Gesetz brechen, um das Gesetz auszuführen, das ist schon irgendwo, Ja, ich weiß es nicht. Das zeigt ja im Endeffekt auch irgendwie eine gewisse Willkür, so in die Richtung. Ja, also das zeigt halt, ne, eine Regierung ist auch nicht unbedingt gut und die anderen sind böse. Es ist einfach nur eine Meinung, die vertreten wird und Meinung gegen Meinung halt. Ach, ihr wisst, wie ich das meine, glaube ich. Ach, verrückt. Assassin's Creed bekommt eine besondere Edition mit vergoldeten Kopfhörern auf einer, ich glaube, Messing- oder Bronzestatue. Und diese Edition kostet dann 50.000 Euro. Wer kauft sich das? Aber Assassin's Creed Origins ist eins der wenigen Spiele, die jetzt bald rauskommen, welches ich relativ schnell auch haben und spielen möchte. Alleine wegen dem Ägypten-Setting und weil schon gesagt wurde, es wird umsonst was eingespielt demnächst, dann spätestens Anfang 2018, wo man dann halt wirklich quasi wie in einem Museum durch die ägyptische Welt geführt wird und einem Dinge erzählt werden. Und das finde ich geil. Und Toys R Us ist insolvent? Das wusste ich gar nicht. Und Julian Bam hat einen zweiten Account gemacht und hat den Bullion Jam genannt. Und der hat jetzt auch fast schon wieder die Millionengrenze erreicht und ist jetzt der am schnellst wachsende Kanal der Welt. Und der zweitschnellst wachsende Kanal der Welt ist sein eigentlicher Kanal. Es ist unglaublich mit diesem Typen. Ich verstehe das nicht, also wie das so funktioniert. Ich habe auch festgestellt, dass ich so jemand bin. Ich kenne die Trends gar nicht so richtig. Also man kriegt manches ja aus Versehen mit. Aber so diese Trendseite von YouTube, wo sich viele darüber beschweren, dass sie so kacke ist, das kann ja sein, dass sie das ist. Ich war da nie. Ich gucke mir die gar nicht an. Da schaue ich überhaupt gar nicht rein. Dann habe ich jetzt was von einem Rezo gesehen. Der hat jetzt schon eine 750.000 Klicks. Ich habe den vorher nie gesehen. Aber die meisten YouTuber mit 100.000 bis in die Millionen Klicks, das sind halt irgendwie so Leute, die so ein bisschen über ihr Leben vloggen und so ein bisschen einen auf Kumpel und scherzen und bla machen. Und das ist halt irgendwie das, was gut ankommt. Ne? Weil du fühlst dich ja dieser Person verbunden, wenn sie so nah wirkt. Funktioniert offenbar jedenfalls. Was kann ich euch noch erzählen? Wusstet ihr, dass wir eine Schaltsekunde dieses Jahr haben? Das ist, glaube ich, schon die 27. Schaltsekunde.
weil das Sonnenjahr ja vom eigentlichen Jahr und so und das alles voneinander abweicht und von der Erdumdrehung, Achsengedönsigkeit und ja. Und wusstet ihr, es gab ja diesen Millenniums-Bug, ne? Dass quasi ab 99 00 da stand und dass das Programm das für 1900 und nicht für 2000 gehalten hat und deswegen auf der Welt teilweise bis zu 600 Millionen Dollar soll das gekostet haben, was da schiefgelaufen ist anschließend. Und da bin ich ja mal gespannt, denn die momentane, wie heißt sie nochmal, Unix-Zeit, im momentanen Bit-Gedöns, die funktioniert halt seit 1970 nun. Seit früher zurück muss das nicht funktionieren, weil da gab es noch keine wirklichen Programme, die da funktioniert haben. Aber auch diese Zeit ist, soweit ich weiß, auf 16-Bit. Sie endet jedenfalls, sie zählt ja auch jede Sekunde, und sie endet am 19.01.2038 um 3.14 Uhr und 8 Sekunden. Da bin ich ja mal gespannt, was dann passiert und ob das dann auch wieder so zu Millionen und Milliarden Schäden auf der Welt führt, weil die Programme dann alle abschmieren. Ach ja. Ach ja. Apropos Millionen. Millionen Menschen folgen im Netz der Button. Wollte ich mal so in den Raum gestellt haben. Ich sehe manchmal Videos, aber ich glaube, da habe ich mich auch schon oft drüber beschwert, ne? Also so, dass ich nicht verstehe, wie das funktioniert. Aber ich glaube, da will ich auch gar nicht weiter. Da will man auch gar nichts sagen. Diese Authentizität der YouTuber, die ist auch manchmal. Manche YouTuber schaffen es tatsächlich, sich authentisch zu spielen, ohne es wirklich zu sein. Weil man das mitkriegt, dass die halt nicht gerade kongruent sind, so in ihrem Machen und Tun. Ja. Wie hieß er? Tom Beck oder so von Mediakraft? Das ist ja so eine große. Oh, das Lagerfeuer! Gucke mal, Warif hat da was draufgelegt. Na Mensch. Braver Warif. Danke. Ich meine, ich hätte es ja auch machen können, aber ich konnte mich nur beschweren, eben. Den Stapel kann man als Spieler leider nicht anklicken. Nett. Ja, so ist das schon viel besser. Auf die Feinheit habe ich nie geachtet. Ich stand hier gar nicht so, noch nie so lange am Lagerfeuer. Nee, auf jeden Fall. Der ist ja nun im Verruf und viele YouTuber gehen da raus und meckern über Mediakraft. Das ist ja schon ein ewig bekanntes Thema. Und ja, weiß ich nicht. Also ich habe es mitgekriegt halt, dass viele Leute, wenn die halt in so ein Netzwerk, nicht nur Mediakraft, überhaupt reingehen, dass die anschließend von den produzierten Videos hier eigentlich eher nicht mehr so authentisch wirkten. Beziehungsweise eine andere Form der, in Anführungsstrichen, Authentizität und angeblichen Erleuchtung warten. Also da kriegt man schon mit, wo man sieht, aha, ja, das ist kommerzielle Authentizität, in Anführungsstrichen, die sie davon sich geben. Ist manchmal interessant, das so zu beobachten. Auch dass Adidas, so was Fußball angeht, da unheimlich korrupt ist, habe ich auch vorher nie mitgekriegt. Was man halt manchmal so mitkriegt, ne? Auch das Deutschpop. Also ich habe ja durch mein Praktikum im Tonstudio mitgekriegt, dass das halt oft nur ist, weil die sagen, kann man halt Geld mitmachen. Schön findet man die Musik auf, auch nicht. Stichwort Schlager. Aber auch, dass allgemein die ganze Deutschpop-Branche eigentlich nur Industriemusik ist. Und dass in den Musikvideos ganz oft halt Product Placements bezahlt sind. Und das wird auch nirgendwo angezeigt, dass das so ist. Auf YouTube wird gemeckert. Da musst du sogar zuschreiben, das hier ist ein Product Placement. Da ist Werbegedöns. Dass Gronkh als Scherz schon Dauerwerbesendung bei sich reinschreibt. Aber ja, ist schon. Man hat gesagt, die vier am meisten vorkommenden Worte in Deutschpop sind Mensch, Leben, Tanzen und Welt. Das ist natürlich sehr tiefgründig und alles Mögliche. Ich weiß gar nicht, ich möchte weinen. Also, ja, Sachen gibt es, die gibt es gar nicht. Und was jetzt auch schlimm ist, ist, dass beim neuen Star Wars, beim Battlefront 2 angeblich ja nun, sogar nicht nur angeblich, sondern wohl ganz offensichtlich Lootboxen reinkommen, mit denen man sich Dinge kaufen kann, die einem dann auch im Spiel, guck mal, wie der Geist gerade vor uns schwebt, das sieht voll cool aus. Allgemein, so ein Geist, der mit einem rumflattert und einem irgendwie die Gesundheit erhöht, fände ich auch im echten Leben mega praktisch. Ich hätte auch gerne einen Eichbaumweiser um mich rumschwirren.
Nee, auf jeden Fall gibt es jetzt wohl bezahlte, also Lootboxen, die kann man sich erspielen, man kann sie eben aber auch kaufen und damit ist es Pay to Win. Denn diese Lootboxen erhalten Dinge, die auch eben Skins und Gedöns verstärken, Charaktere freischalten und sowas. Ja. Hachi. Finde ich nicht schön, aber ich werde mich da nicht gegen wehren können. Müssen wir das hinnehmen. Und die und der BB84 Verschlüsselungsgedönsigkeitsgedöns wird immer mehr durchgesetzt. Also Quantenkryptographie tatsächlich. Gibt es tatsächlich immer mehr. Also auf einer Funktionsweise von Überlagerungszuständen Systeme zu sichern. Tja, die Technik. Und irgendwer in England, irgendein Institut aus England hat jetzt gesagt, dass zum stärkeren Durchgreifen im Netz, dass halt nicht mehr so viel rumgemobbt wird und gelästert und gemacht und getan, sollen Unternehmen dazu angehalten werden, zu spenden. Und wenn das nicht genug Geld wird, was dabei zusammenkommt, möchte man versuchen, über Gesetze durchzusetzen, dass es dann eine Mobbingsteuer für Social-Media-Plattformen gibt, aus dem Grund, dass eben zu viel dort gemobbt wird und zu wenig getan wird und man Geld investieren müsste, um eben härter durchzugreifen. Finde ich grundsätzlich gut, aber irgendwo auch eine lustige News. Genauso eine lustige News, dass irgendwie ein Unternehmen in Amerika gehackt wurde, wo die Sozialversicherungsnummer hinterlegt war, was quasi wie ein Personalausweis in Amerika ist. Also wer die hat, die Sozialversicherungsnummer, der kann über eine Person einfach, der hat die Identität der Person dann halt. Und die Hälfte aller Amerikaner, also die Daten der Hälfte aller Amis wurden geklaut. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob das in Zukunft nochmal irgendwie Folgen hat. Da haben die Leute, jetzt gibt es schon Versicherungen für die Versicherungsnummer. Also es sind in Amerika jetzt Versicherungen aufgetaucht, die Schadensfälle geklauter Sozialversicherungsnummern versichern. Also eine Versicherungsnummernversicherung. Alter Schwede, ist das krank. Ich finde ja Zinsen schon schlimm im eigentlichen Sinne. Dass Geld sich selbst vermehren kann, ohne dass ein Mehrwert wirklich geschaffen wird. Finde ich Zinssystematiken ja schon schlimm. Aber Versicherungsversicherungen, also ich weine gleich. Es ist ja echt nicht zu glauben. Und in Berlin ist ein Polizist wegen Nazi-Sein vom Dienst suspendiert worden, weil er in so einer Nazi-Band war. Und weil er aber noch nie zu mehr als einem Jahr Haft irgendwie richtig verurteilt wurde und seine ganzen Strafgedönsigkeitsgeschichten, Verfahren und so schon seit 10 Jahren verschleppt, ist er seit 10 Jahren suspendiert und kassiert seit 10 Jahren trotzdem den vollen Beamtengehalt. Finde ich auch hart, was im deutschen Recht funktioniert. Irgendwo. Und wo wir nochmal jetzt, um den Bogen zu schließen, bei Trends vorhin waren, finde ich es erschreckend, wie viele Seiten jetzt nur noch so einen Scheiß liefern wie die 10 das, die 10 besten, die 10 höchsten, die 10 schnellsten, die 10 teuersten, die 10 bekanntesten, die 10 weitesten, was weiß ich nicht was, Videos. Oder einfach nur 10 Dinge, die du unbedingt wissen musst, 10 unheimliche praktische Tools für den Alltag, 10 Lifehacks, also aus Sachen, die man schon hat, Dinge machen, die einem das Leben erleichtern sollen. Warum immer solche komischen Aufzählungen und Rankings vor allem? Das boomt so. Es gibt so viele Kanäle, die da nur von leben und dann auch immer Videos machen, die genau 10 Minuten und eine Sekunde dauern, dass man halt auf die 10. Minute nochmal Werbung schalten kann. Oh Gott. Und sich dann wundern, dass so viele Leute die ganzen Adblocker nutzen. Oh, meine Lieben. Es ist gemütlich hier am Lagerfeuer, aber ich mache mich jetzt erstmal bettfertig. Es ist gleich 2, in 5 Stunden klingelt mein Wecker und vielleicht nehme ich dann ja noch ein kleines Völkchen auf. Vielleicht sehen wir uns also morgen nochmal wieder hier im Albtraum. Naja, dann bis morgen und baut keinen Unsinn und ja, danke fürs Zuhören. Vielleicht unterhält es euch ja, wahrscheinlich, sonst wird er nicht immer noch da, aber jetzt wirklich.